This is Poochie Bell reporting for Jazz Rock TV, live in Cologne. It's been a blast. Take care. The surf was easy on the day I came to stay. Wir sind da wieder, in einer neuen Folge von Jazz Rock TV. Also Georg und ich, wir sind ja musikalisch meistens einer Meinung, aber nicht immer. Aber es gibt eine Platte, da sind wir hundertprozentig einer Meinung, und das ist diese. Ja. Also die haben wir gerade hier, einfach mal aus Spaß, ja. Das ist einfach eine der coolsten Scheiben, die es gibt. Mir fehlen egal, die Worte. Egal, wo du den Fehler hochziehst, es klingt. Also Don't Fagin the Nightfly. Ja, ihr habt die Platte bestimmt schon gesehen hier hinten. Ja. Kommt das jetzt hier? Da oben steht sie. Auf der Wand steht sie immer zurecht in der Galerie. Der Entscheidende. Ich muss gestehen, ich habe nicht die Vinylversion. Aber ja, grandios. Also das ist wirklich eines der wirklich Highlights. Wenn du mich fragen würdest, irgendwie, sag mir 10 Platten, die so die Highlights der letzten Jahrzehnte sind, würde ich sagen, ganz klar. Ist gar nicht typisch Jazzrock, aber hat was mit Jazzrock zu tun. Jeder, das hat auch nichts mit Jazzrock. Jeder, der Musik ja, irgendwie schon, macht weil es oder ist mag. Schon auch Fusion, mit Gesang. Ja. Irgendwie, ne? Und ja, ich weiß nicht. Also wir haben jetzt hier gerade vor der Show haben wir vier Songs gehört. Ich weiß nicht, und wir sind total gut drauf. Eigentlich hat die Show gar nichts mit dieser Platte zu tun, aber wir haben jetzt die Platte gehört gerade und haben gedacht, wir wollen euch das nicht vorenthalten, weil wir sind so begeistert von dieser Platte. Wer hier alles mitspielt, angefangen von den Brecker Brothers, ja, Anthony Jackson, Jeff Porcaro, Larry Carlton natürlich, Greg Fillinganes, Marcus Miller, also you name it, ja. Hier ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Und wir haben ja schon gesagt, weißt du, wir machen ja selber Musik, ne? Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, ja, der eine Titel von der Platte, da habe ich als Bassist irgendwie, habe ich mir eine Geschichte rausgehört von Anthony Jackson, der auch für jeden, der irgendwie einen Bass halten kann, so ein Hero ist, ne? Und du hast auch schon gesagt, hier bei der einen oder anderen Nummer, da eine Lick von dem. Hier, ne? Du meinst, es ist International Geophysical Year, IGY. Und nächstes Mal spielen wir hier IGY. Ja, genau. So wie wir es. Hör mal, das ist doch mal eine super Geschichte. Ja. Also wundert euch nicht, wie das jetzt ein halbes Jahr dauert, bis diese Folge kommt. Okay, spielen wir kein Problem. Okay, ich habe die Noten noch von. Ich habe auch mal die Changes rausgehört. Ich hoffe, ich finde den Zettel. Wir spielen das für euch zum nächsten Mal. Wenn es sehr schlimm ist, dann machen wir es ohne Ton. Ihr seht ja auch so schwer. Nee, aber im Ernst. Wir spielen das für euch. Und was ich damit sagen will, das ist natürlich auch für uns als Musiker so eine Art Referenz. Ne? Also wenn ich an meinen Freund, den Gitarristen Frank, denke, der hat auch hier seinen Lehrmeister gefunden in der Platte. Ne? Ich meine, auf der halben Platte spielt Larry Carlton. Ja. Also, ihr seht schon, bei uns steht hier das Wasser in den Augen, wenn wir nur, wenn wir nur das Cover sehen. Ja. Also, aber uns stand vor 2 Wochen auch das Wasser in den Augen ein bisschen. Ja. Weil wir haben eine Band gesehen rund um den Schlagzeuger Poochie Bell, die echt fantastisch waren. Ja. Also ich war total begeistert. Wir waren aber beide wirklich irgendwie hin und weg. Wir hatten das ja, sag ich mal, auf unserem Plan. Mhm. Es gibt ja so einen Jazzrock-TV-Plan, ne? Der hält so eine Woche und dann ändert sich wieder. Aber wir versuchen das so ein bisschen zu planen, was wir so machen. Da sitzen 3 Assistenten, die arbeiten ständig an diesem Plan. Genau. Der ändert sich immer. Mhm. Und wir haben Poochie Bell ja schon gehabt, mit Rüdiger und Rüdiger Waldorf und Jeff Lorber. Jeff Lorber, ja. Haben wir kurz einen Einblick auch schon gebracht. Und da kommt auch noch eine Folge. Da machen wir auch noch ein bisschen was draus. Haben wir ein super Konzert, haben wir ja schon gesagt, im Live-Proberaum in Zülpich gehabt. So, Poochie Bell hatten wir also dann auch auf dem Plan im Pfandhaus. Und haben wir riesig darauf gefreut, schön vorbereitet. Haben wir gedacht, Poochie Bell, hatten wir auch so ein bisschen reingehört. Was kommt da? Neue Platte. So, und dann kommt man da hin, bauen unsere Kameras auf, alles wunderbar, haben wir gedacht, ja, interessante Besetzung für mich als Bassist, ohne Bass denke ich immer so, die Arschlöcher. Scheiße. What the heck is going on? Keyboarder, 2 Bläser und Schlagzeug. Und Poochie Bell. Und wir waren natürlich voller Begeisterung, weil natürlich ja große Namen mit dabei, ne? Michael Patches Stewart ist für mich auch so ein Trompeter, wo ich sage, also wenn ich jetzt so auf
die Bläserriege gucke, die sich so im Jazz und Jazz Fusion auftun, ist das so wirklich so einer, wo ich sage, der ist was Besonderes. Mhm. Es gibt ja so Musiker, wo du sagst, der ist was Besonderes. Ne? Ja. Und da zählt für mich dieser Michael dazu, Michael Page Stewart. Also, wusste ich noch gar nicht. Aber ich fand den auch toll. Also, ja. So, ich fand alle vier toll, wie sie da stehen. Das, was ich damit sagen will, wir denken uns nichts Böses, bauen alles auf und kriegen dann ein Konzert mit, weil das völlig umgehauen hat, oder? Ja, absolut. Also ich habe vorher noch mit der Tourmanagerin, mit der unserer geliebten Lucia telefoniert und sagte, ja, das ist nicht so wie die Platte. Erwarte das nicht so wie die Platte. Es war auch nicht so wie die Platte, es war geiler als die Platte. Ja. Ja. Also mir besonders gut gefallen hat der Keyboarder Bobby Sparks, der da mit der linken Hand irgendwo rumdengelnd die ganzen Bassparts gespielt hat. Und man hat den Bassisten wirklich nicht vermisst. Also, nein. Sorry, du bist Bassist, aber nein. Er hat so geil gemacht. Ja, ja, das war. Und dazu erzählt er uns hinterher im Interview auch noch ein bisschen was, wie er das so angeht. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, hör mal, jetzt haben wir so viel geschwärmt. Nee, wir wollen nicht, jetzt müssen wir das mal sehen. Ne? Wir gucken da erst mal rein. Okay. Und dann seht ihr mal, wovon wir reden. Okay, viel Spaß dabei. We'll be right back.
Gucci Bell and the Fantastic Three Other Guys. Großartig, oder? Unglaublich. Ja, ne? Ja. Und Pucci Bell, der das Ganze ja, sag ich mal, ins Leben gerufen hat, oder ne, Pucci Bell Band, wie auch immer es hieß an dem Abend. Pucci, wie wir gelernt haben, hat ja angefangen, Schlagzeug zu spielen mit einem Jahr oder zwei Jahren, ich weiß nicht, ein paar Monaten. Nie was anderes ich glaub, gemacht. Er ist auf die Welt gekommen. Im Mutterleib und dann so, schon getrommelt. Ja, ne? Ja. Also, das hat er uns auch so ein bisschen erzählt, also wie er angefangen hat, da Musik zu machen, das ist schon beeindruckend. Ne? Ja, ich fand es großartig. Also das war ja, Pucci Bell brauchte man nicht zu interviewen. Ja? Wir haben ihn gefragt, ob er Lust hätte auf ein Interview, dann ist er auf uns losgesprintet. Where is the camera? Is the camera rolling? Und dann hat er einfach sich selber interviewt. Ja. Das war eines der leichtesten Interviews, die wir je gemacht haben. Ja, stimmt. Und, aber auch eines der witzigsten. Ja. Sollen wir mal reingucken? Ja, klar. Ja, okay. Interview mit Pucci Bell. Was man so Interview nennt. Okay, so. Check it out, check it out. Yes, yes, y'all. To the beat, y'all. Okay, so this is the band's fourth, is this our fourth tour or fifth tour? Fourth. This is the band's fourth tour in Europe. At least we think it's a fourth tour. It could be the fifth one, we're not sure. It's an honor to be on the road with such incredible musicians. Yeah, and the great sax player, right. And we've been having a really good time, even though we're still in the infancy of this band, people have been coming to the shows and responding well and enjoying the music. And it's not easy, and especially dealing with some outside things, it made it very difficult or a lot harder than it should have been. But if you believe in what you're doing and you have confidence in yourself, you learn to overcome and get past obstacles that might get in your way. Okay? So, but the tour is going good. We've played in the UK for the London Jazz Fest. We played in Vienna. We played in the Netherlands. We played here as our first stop in Germany, in Cologne. We're going back to the Netherlands tomorrow, and we come back to Germany, and we go up to Switzerland, and we end up back in Germany. Kind of like a ferry service right now. But it's been a great tour. It's been a lot of fun. It's great to play your own music and your brother's music, and to be playing with guys that, wow, we've been playing together a long time. We were in Marcus Miller's band for a long time, so it's really excuse me, it's really great to be able to work for ourselves and have people dig what we're doing, you know, at the end of the day. And I just hope and pray to God that it keeps building and keeps growing. And I don't know what else to say. I guess that's about it. I've got one question. Sure. Did your mother, when you were born 25 years ago, Well, no, the Pucci name, everybody in my family has a I-E at the end of their name, okay? Don't ask why, but it's in my family. So we have a Bubby, a Snooky, a Snubby, and I turn into the Pucci. So, but everybody has an I-E nickname. And Charles, and two reasons why I don't like Charles. A, I had a music teacher once who used to call me Charlie Bell, and I didn't like that. And what's the other reason why I don't like Charles? Just too many acronyms, you know, Charles, Charlie, Chuck, Chucky, Chaz, Carlos. There's just too many ways to say the daggone name, and it sounds like a butler or a chauffeur, and I play drums for a living. I'm not a chauffeur or a butler. So Pucci works, and it's P-O-O-G-I-G, not Poggy, not Pogey, not, you know, Pudgy, ha, ha, ha. It's Pucci, okay? And visit PucciBell.net. Yeah. Come on down. Say hi. Leave us an email. We'll write you back. Pucci Bell reporting for Jazz TV. Jazz Rock TV. Okay. Okay. Jazz Rock TV. Jazz.tv? Jazz Rock. Oh, okay. This is Pucci Bell reporting for Jazz Rock TV. Live in Cologne. It's been a blast. Take care. Excellent. Thank you so much. Thank you, man. Thanks for taking the time. It was a great show, Pucci. Hey! Wonderful. Yeah, thank you. I enjoyed it. I'm glad you did. Wow.
Fuji Bell. Grandiose Geschichten, grandiose Musiker. Also die Band spricht für sich selbst. Und wir haben ja schon gesagt, also du warst ja sehr begeistert von dem Keyboarder. Ja, absolut. Ne? Und das muss man schon sagen, der hat an dem, ich meine, ihr habt es ja gesehen, im Pfandhaus, ihr kennt es ja schon, es ist schon eine spezielle Location. Man sitzt so ringsrum und Bobby Sparks war wirklich in der Mitte, war das Zentrum. Ja. Ne? Und er war auch das Zentrum. Ne? Nichts gegen Woody Bell, aber, nee, aber ohne Bobby Sparks ja. War der Star des Abends. Absolut, fand ich auch. Ja. Und ich meine, für dich als Keyboarder wahrscheinlich umso mehr. Ja, er spielt halt mit der linken Hand die ganze Zeit den Bass, um den er sich aber eigentlich gar nicht kümmert, wenn man ihn beobachtet. Sieht man, der dengelt da irgendwie auf dem kleinen Moog rum und holt die Bässe da raus. Ist mit Pucci immer total tight zusammen und spielt aber gleichzeitig auch seine Orgelparts, ja, die sehr gospel-orientiert beeinflusst sind und so. Und das war schon, also ich fand den Typ beeindruckend und deswegen haben wir ihn auch interviewt und ihn mal ein bisschen gefragt, wo er denn so herkommt. Und das war auch interessant, weil Bobby Sparks ist so ein, sagen wir mal so, Family Man, ja, der aus einer musikalischen Familie heraus selbst ein großer Musiker wurde. Wie so oft in Southern North America. Bobby Sparks. So here we are with Bobby Sparks from the Pucci Bell Band and lots of other artists. You probably heard him a lot of times on your CDs at home. Bobby, first of all, great show. Well, thank you. And thank you for taking your time with us. And I was wondering, my goodness, you're playing bass. Yes. On this Moog synthesizer. Yes. And you're playing all this other stuff. How do you manage? I really don't know. I have to do it without thinking, because if I think about it, it'll mess everything up, you know. I'm a bass player at heart and a guitar player at heart, but I never could really get it down because I guess the way it felt. So, but I take the concept and try to use it with the keyboards and, you know, I hear an orchestra whenever I play and I just try to play whatever I hear, you know. Yeah, and it sounds great. My goodness, you're grooving really hard, and you're changing sounds lots of times. You're on your synthesizer, which is gone right now already. You have lots of little sounds for little parts sometimes. Are you a kind of a sound freak? Are you a kind of sound developer on your own? Yeah, I try to, well, I guess with all the sounds, I try to just dial up different sounds that I've never heard, or you know, I try to create instead of I try to go into things that I don't know instead of, you know, playing what I know, you know, or using sounds that I don't know. You know, who said this once? Miles Davis. Oh, wow. He said it to Herbie Hancock. I heard it on the radio. He said, Herbie, play what you don't know. Don't play what you know. Oh, yeah. Yeah, yeah. I it's fun just trying to go into a world where you don't know about and just trying to... figure out things, especially when you can, you know. R&B gigs and stuff, you can't do that, but in an environment like this, you can. You know, it's all about, you know, what you don't know. Just go out there and reach for it. Sometimes it works, other times it doesn't, so. For me, it didn't sound like you play what you don't know, especially on the organ, besides the bass. You're a hell of an organ player, my goodness. That's are that kind of your roots, the organ? Yeah, the organ. Organ is roots. As a kid, there was a piano and organ around, but the organ just looked complicated. And it seemed like women always played piano, and the guys always played organ. So I was like, you know, at church, I like this, you know, this thing. What is this thing with all the knobs and the stops and... You know, where the piano was just, you know, okay, yeah, I can do that. But the organ was something like, what is that? You know, it's just like, what does that do? What does that do? So, you know, I guess at five or six, my sixth birthday, my dad bought me a Hammond B3 organ in 1963. And I just kind of went from there. And then around 10, 11, got into synthesizers and
My dad bought me a DX7. And then I just started just programming and trying to figure out different, you know, sounds. What is this? What does this do? Then I was looking on the DX7. I mean, I was looking at my synthesizer. I was looking at different patches like clavinet. What is that? I'm like, what is that? You know, what is a Rhodes? Because this is after I didn't really know what it was. I found out these instruments once I, you know, later in life, I wanted to play them. So I'd go everywhere and look for all these instruments and then figuring out pedals that would work with it, to try to use them as just make my own sounds and that type of thing. So. Oh, well, that's very interesting that you learned by DX7 what a D6 is and what a Rhodes is and what a Verli is and what a, you know. Arp Odyssey, yeah. Arp, you know, Arp String Ensemble. I wish I could bring all that stuff on the road, but, you know, unfortunately they're not roadworthy, so. Yeah, that's right. But you seem to be an analog guy. Oh, yeah. And nothing like analog. For me, I play from the way I feel, and feeling is everything. I don't really play tech from a technical point of view. It's more so about feeling, and these instruments make me feel a certain way. So if I feel a certain way, I usually play well. If I, you know, a Triton or a Motif doesn't make me feel good, so I might not play well. I might not, but this is the real thing. Yeah, it makes me want to play. It gives me energy. It's like a spiritual connection. And I have the feeling it makes you feel like you're at home, kind of. You have this wonderful leopard-style Rhodes. You have your purple Flocati on the organ. And you were wearing your, what's called? Your hoodie in the beginning. So I was thinking, oh, he makes it comfortable for himself. He wants to be like at home. Oh, yeah, yes. That's very important, you know, just want to feel like you're creating and just like you're in a bedroom, you know. It brings you in the right mood. Yeah, yeah. Puts you in the right element, right mood, and makes you want to play, makes you want to create. So, and hopefully if you hear a tape or something, you'd be like, wow, you know. It's like, wow, what was I reaching for that day? What was I smoking or whatever, you know. So one question is for the keyboard players. What do you think of an SV1 from Korg, analog simulation? I love Korg products. For some reason, they never would give me an endorsement. I don't know why, because I've only played Korg ever. And I've always loved Korg products. But actually, you know, if I can't get a Rhodes or something, this is like the perfect. This is really great. The Nord stuff is good, but you know, still ain't nothing to take the place of this or that or even old Mini Moog or, you know, the Voyagers are, they're cool, but they're not like the real deal. That's right, and I'm sure the Yamaha guys, the Roland guys, and the Korg guys know that it's not the real thing, but it's a good thing. So, Mr. Korg. Please watch out for Mr. Sparks, you know, and give him some nice instruments because he's playing them well and he's going to be a great advertising and endorser for you. Thank you, man. And this is a German drum set, by the way. I'm going to have a talk with them about the catch on their snare drum. Do you have another snare drum upstairs, yeah. Dude? We have one. Can I have one? Yeah, I'll get you. Keep going.
Hammer Band. Mhm. Und natürlich die zwei Bläser, Keith Anderson und Michael Patches Stewart. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, woher dieses Patches kommt. Ich habe es jetzt aber vergessen. Vielleicht hätte ich es recherchieren sollen. Keine aber Ahnung. Es gibt da so eine Geschichte dazu. Ja. Aber Michael Patches Stewart, ich glaube, der Putti hat ihn nur Patches genannt. Oder Patch. Ja, Patches, oder Patches. Patch, ja. Also überall, wenn man das lernt, ja, steht da nur Patches Stewart. So, Keith Anderson, Saxophonist, schon gespielt bei Tower of Power, und hat auch an dem Abend da einfach die Massen begeistert. Ne? Ja, absolut. Mein Favorit, wie ich ja schon sagte, war ganz klar Michael Patches Stewart, ne, an der Trompete. Und wir haben ihn nach dem Konzert auch mal kurz vor die Kamera gezogen und ihn so ein bisschen gefragt, wie er denn zu dem ganzen Projekt mit Pudgy Bear gekommen ist. Und da hört er jetzt mal, was er dazu zu sagen hat. We're here with Michael Patches Stewart from the Pudgy Bell Band. So, first of all, it was a great show. Thank you. And tell us a little bit, how did you get involved in this great project? Well, we're all ex-members of Marcus Miller Band, and we decided, well, why not put this band together and do some projects? And that's what's actually what happened. That's what we're doing now. And actually, we're having a good time doing it. It's very successful, so yeah, that's how it came about. Great. And this is a tour, a worldwide tour, or just a small tour? This is kind of a small tour this year. Next year, we're going to try to make it a little longer, extend it a little more. Okay. Yeah. And the tour is about the latest release from Pudgy Bell, the Pudgy Bell Band? Yes, it's kind of that. And we're still trying to develop this concept. So it's still in this early stage. But you have been involved in the latest release from Pudgy Bell Band? Yes. And actually, you have been also involved in the former project of Pudgy Bell? Yes, I've been knowing Pudgy since 91, so we've been working together for a long, long time, and we just love playing with each other, so yeah. That's great. And actually, you're playing a lot of projects, I think. Yes. I have seen you, as you mentioned, Marcus Miller right. and all the other guys. And right. So, but for this small group and this short tour, so everybody, like the other guys, found time for this, and I can expect it's... not easy to find the time for this. It's not easy because everybody have like some conflicts going on, different things going on. So, but it came together and we're really pleased. So, yeah, we're having a good time. That's great. Yeah. So we expect more from you and Pudgy Bell. Yes, you will. We're looking Thank forward you. to that. Thank you so much. Thank you so far. All right. Dankeschön. Dankeschön. Thanks, man. So, who's next? Who's next? Bobby, so keyboard player. We'll be right back.
Bell Band. Was für eine Band? Ja, ne? Also vier hochkarätige, ja, aber absolut hochkarätige Leute. Und auch Pucci Bell. Ja? Also Pucci Bell kommt auch aus einem Musiker, aus einer Musikerfamilie. Weißt du, wer zu Hause als irgendwie 3-4-Jähriger mit Max Roach im Wohnzimmer sitzt und irgendwie seinem Vater bei der Musik zusieht. Ab und zu schneidet er dann noch Ornette Coleman, ja, der Saxophonist also da rein. Und so, also das sind so Geschichten, ja, ne? Da denkst genau. du dir, na, klar, das werden Musiker. Ne? Natürlich. Also er ist mit 2 Jahren, im Alter von 2 Jahren, schon mit seinem Vater in der Carnegie Hall. Allerdings in Pittsburgh, aber immerhin aufgetreten. In einer Carnegie Hall aufgetreten und da konnte nur ein großartiger Typ draus werden. Und ich meine, ich habe hier die Liste, mit wem er alles gespielt hat. Ja, also es geht los mit Chaka Khan, Marcus Miller, Stanley Clarke, Roberta Flack, ne? Erykah Badu, David Bowie, John Scofield, David Sanborn, Joe Sample, Al Jarreau, Vanessa Williams, Stanley Turrentine, Victor Wooten und Randy Crawford, um nur einige mal zu nennen. Also ich muss gestehen, ich habe mein erstes, er ist mir zum ersten Mal aufgefallen in der Marcus Miller Band, weil ich natürlich als Bassist natürlich mich für Marcus Miller interessiert habe oder interessiere und die Platten mir angeguckt habe und da tauchte dann Pucci Bell auf. Mhm. Und da habe ich gedacht, Pucci Bell, wer ist das denn? Mhm. Ja, ein bisschen geguckt, ne? Und so kam ich zu Pucci Bell und ich meine, die Band, die wir jetzt hier gesehen haben, ist ja quasi die Marcus Miller Band ohne Marcus Miller. Ja. Ganz ohne Bassist, gesagt haben. Aber Pucci Bell, ich finde ihn auch als Schlagzeuger, er reduziert das wirklich auf das Wesentliche. Ne? Also er ist jetzt niemand, der muss sich jetzt irgendwie in den Vordergrund spielen oder absolut, so. Der hat Spaß einfach an den Titeln. Super musikalischer, ne? Schlagzeuger. Und, der Spaß an den Titeln, der vermittelt unheimliche Spielfreude. Ja, ja. Aber alle vier. Ja. Also die hatten wirklich Bock, dann da auch zu ihr Konzert zu geben. Und es war nicht irgendein Job. Ne? Ja. Und wieder mal im alten Funkhaus. Also wenn ihr die Jazzgrößen der Welt oder Jazzrockgrößen der Welt sehen wollt, stellt euch beim alten Funkhaus vor die Tür und wartet, bis sie kommen. Ja, also klar. Sie kommen alle. Ja.